Willkommen zum Chartcheck, liebe Zuschauer. Wir wollen uns mal schnell die Finanztitel anschauen, die Commerzbank und die Deutsche Bank. Bei der Commerzbank wird es am Donnerstag Zahlen geben, vorläufige Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Und naja, die Erwartungen sind jetzt natürlich nicht besonders hoch. Die Commerzbank hat die Anleger ja auch schon im letzten Herbst darauf eingeschworen, dass die Jahre 2017, 2018 Übergangsjahre werden sollen. Und naja, Sie wissen, was das bedeutet. Das spricht nicht gerade für eine tolle Bilanz, aber Hauptsache, man kommt mit seinen Umstrukturierungen. Maßnahmen voran. Die Anleger scheinen auf jeden Fall dran zu glauben. Auch der Aktionär ist ziemlich optimistisch für die Aktie der Commerzbank. Kursziel 10 Euro. Ein Stoppkurs empfiehlt die Redaktion hier im Bereich von 6 Euro. Also ist noch einiges an Luft nach unten. Wir haben hier so einen kleinen Widerstandsbereich, so im Bereich von 8,38 Euro. Also auch nicht mehr weit entfernt. Sollte der aus dem Weg geräumt werden, könnte sich schon wieder weiteres Aufwärtspotenzial entfalten. Nach unten hin haben wir hier so im Bereich von 8 Euro bzw. 7,96 Euro auf jeden Fall eine Unterstützung. Aufwärtstrend ist intakt, oberhalb der 200-Tage-Linie. Also charttechnisch sieht das eigentlich alles ganz aussichtsreich aus. Und ja, das gebe ich Ihnen auch noch mit auf den Weg. Die Aktie der Commerzbank ist im laufenden Jahr der stärkste DAX-Titel. Das wird hier gar nicht so deutlich, aber ist auf jeden Fall gerade der Highflyer im DAX. Noch ein Blick auf die Aktie der Deutschen Bank, die hat das mit den Zahlen ja schon hinter sich gebracht letzte Woche und naja, es gab mal wieder einen Milliardenverlust. In der Folge haben auch die Analystenhäuser reagiert und es hat Abstufungen gehagelt für die Aktie der Deutschen Bank. Das durchschnittliche Kursziel, das liegt jetzt nur noch im Bereich von 15,50 Euro, also deutlich unterhalb des aktuellen Niveaus. Die Aktie der Deutschen Bank ist grundsätzlich jetzt wirklich eher was für mutige Anleger, für spekulative Anleger, für Trader, die ein bisschen was wagen wollen, denen sei ans Herz gelegt. Wir haben hier im Bereich von 18 Euro, 19 Euro, also hier knapp oberhalb des aktuellen Niveaus, auch einen Widerstand, den man so ein bisschen im Auge behalten sollte. Ansonsten halt hier die 200-Tage-Linie und naja, diese enge Seitwärtsspanne, das ist das, worauf es jetzt kurzfristig ankommt, dass das nach unten hält. Aber ich sage es nochmal, die Deutsche Bank ist wirklich eher was für mutige und spekulative Anleger. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Chartcheck für heute. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis dann.